Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Weeklies, diesmal unter der Woche. Warte mal, können wir gerade nochmal, weil ich immer noch am Fummeln war, als wir angefangen haben. Okay, jetzt. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Weeklies und dieses Mal unter der Woche, weil wir echt richtig Stress hatten unter der Woche bisher. Genau, es war wirklich richtig viel zu tun. Deswegen, ja, es kommt immer auf jeden Fall, aber dieses Mal mussten wir es einfach nochmal verschieben, weil wir waren, glaube ich, erst gegen 17, 18 Uhr abends wieder dann da, mussten die Videos davor noch irgendwie per Fernmäßigem dann hochbringen. Also es war viel zu tun. Übrigens, das passt gerade gut, um nochmal eine Sache zu erwähnen, die ich jetzt häufiger in den Kommentaren gelesen hatte. Wundert euch nicht, wenn da steht, dass das Video privat ist, dann heißt das nicht, dass wir das nicht veröffentlichen. Das heißt, dass es getimed ist. Das heißt, wir haben schon hochgeladen, es ist schon in der Playlist drin. Deswegen seht ihr es dann überhaupt erst schon. Und es kommt dann eben zu dem Zeitpunkt raus, den wir dann festgelegt haben, automatisch, weil wir dann nicht da sind. Die brauchen einfach teilweise auch manchmal ein bisschen, bis sie in der perfekten Qualität da sind. Wenn wir das quasi schon vorab hochladen, dass es dann schon in diese Verarbeitung gehen kann, dann teilen wir das dann trotzdem schon, dass wir weiterarbeiten können. Genau. Von daher dann. Also, mal schauen. So, wollen wir direkt anfangen mit den Briefen? Können wir machen. Übrigens werde ich die nächste Woche, jetzt ist es definitiv bestätigt, wir werden definitiv die nächsten Wochen noch ein paar Special Events bringen. Wir haben wieder ein paar Free-to-Play-Spiele für euch, was die nächsten Tage kommen werden. Nächste Woche haben wir noch was ganz Besonderes. Heute machen wir eine. Eigentlich ist das fürs nächste Weekly. Aber das kann man trotzdem schon sagen, es wird eine Final Fantasy Special Woche geben, wo wir ganz gut was verlosen werden auch noch. Genau. Das haben wir nämlich heute direkt nochmal bestätigt geben, bekommen. Um welches Final Fantasy es sich handelt, wo wir was verlosen werden zu? Ja, kann man sagen. Und zwar Final Fantasy 14, A Realm Reborn. Genau, so ein bisschen als Vorbereitung für Final Fantasy 15. Gucken wir nochmal ein bisschen da rein. Genau, hatte ich ja schon mal einen angezockt gemacht, Heavensward. Ganz genau. Also wenn euch das auch gefällt, da solltet ihr unbedingt mal reinschauen dann in unser Angezockt. Was heißt Angezockt? Eigentlich ist es so ein bisschen weitergezockt. So in der Art. Außerdem, ihr wolltet mir ein Horrorspiel sehen und wie es aussieht, werde ich ab Freitag Doom zeigen. Ungefähr so. Mal schauen, ich werde auf jeden Fall mal anzocken, für wen es zu viel ist. Bitte nicht einschalten, denn das Spiel ist ganz schön brutal. Das stimmt. Ich finde das Doom ist für mich persönlich mehr brutal als Horror. Quasi. Ja. Die Beschreibung dafür ist Gore. Ja. Blutig. Ist sowas wie Splatterfilme. Im Endeffekt. So. Ganz genau, ja. Ich lege schon meinen ersten Rückumschlag zur Seite, den ich hier eben bekommen habe. Ah ja, dazu noch eine Info. Rückumschläge. Bitte quetscht die Rückumschläge nicht in einen anderen Umschlag mit rein, ja, weil wir haben uns beim Aufschneiden gerade den Rückumschlag aufgeschnitten. Ja, das Problem war, der war halt genau dieselbe Größe wie der Umschlag, in dem der Brief angekommen ist. Da war der natürlich genauso groß. Und jetzt ist hier oben das, ja. Wir kriegen es trotzdem zurück, kein Problem. Ich klebe das einfach mit Tesafilm über. Das geht definitiv noch klar. Aber es ist natürlich praktischer, wenn der Umschlag dann. Ihr könnt ihn auch ruhig einmal falten. Das ist überhaupt ganz genau. Falten ist gar nicht mal so blöd. Genau. So. Einen Brief, der deinen Namen trägt. Dann gib ihn mir zum Vorlesen. Hallo Kadi, hi Fabi. Ich heiße Lara und bin 11 Jahre alt. Ich wollte euch heute mal einen Brief schreiben. Also, ich liebe eure Videos. Ich gucke Star Stable, was ich selber auch spiele, Zelda Twilight Princess, Ark und Planet Coaster. Yay! Ich liebe die Intro-Musik von Minecraft, bitte ändere sie nicht. Finde ich auch gut. Vielleicht werde ich sie mal ab und zu mal so ein bisschen variieren, aber man kann ja ein bisschen immer unterschiedliche Stückchen rausschneiden. Ja, die hatte ich durch Zufall mal irgendwann auf YouTube gesehen und ich dachte mir, die muss ich runterladen. Ich finde, die passt auch ganz gut dazu zum Spiel. In Star Stable bin ich auch auf Server 1 und heiße dort Kate MacBrook. Was ich noch sagen wollte, Kadi, ich liebe deine Stimme und Fabi, du bist so lustig. Du machst meine Stimme nicht. Und ich bin nicht lustig. Nein, Quatsch. Wo war ich jetzt? Genau. So, das war's eigentlich schon. Ich entschuldige mich für meine Schrift. Ach so, was ich gerade noch vorher vergessen habe. Meine Katze ist auch ein Riesenfan von euch. Deswegen habe ich auch ein Foto von meiner Katze Kitty dabei gelegt. Das war cute. Und sie gerade meine erste Videos Katze zuhört. Ist auch Kitty. Das war. Da hört sie gerade unsere Videos zu. Von hinten sieht es aus wie so eine Standard-Whiskas-Verpackung. Siehst du das so? Diese Form so außenrum? Ja, Felix. Felix ist die schwarz-weiße Katze.
PS, knuddelt Hani und Nani von mir. Knuddelt du mal deine Kitty. Und Kabi, gib Romero ein Küsschen. Mach ich am Tag. Ich freue mich schon riesig auf ein Autogramm. Ich muss ja Donnerstag früh in den Stall. Gut, dass du nochmal Romero geschrieben hast. Ich freue mich schon riesig auf eine Autogrammkarte von euch. Macht weiter so, liebe Grüße von eure Anka. Dankeschön. In der Romero kriegt nämlich am Donnerstag die Zähne geraspelt und da ist dann die Tierärztin, die kommt irgendwie aus dem Münsterland rangefahren. Geraspelt? Ja, die kriegen dann irgendwie so eine Betäubung. Dann hängt der ganze Kopf so in so einem Gestell drin und dann kriegen die mit so einem riesen Bohrer säbel die dann da an den Zähnen rum. So ist das bei mir auch mal. Sieht nicht gut aus. Sitzt dann quasi auch so da? So putze ich mir jeden Morgen die Zähne. Ich neige dazu, nämlich narkoleptische Anfälle zu bekommen, wenn ich mir die Zähne raspel. Das ist ja gar nicht gut. Oh, verdammt, abgerutscht. Dann bin ich mal so. Ah. Oh, ist gut jetzt. So. Hallo Nani. Zack. Hallo Fabi und Kadi. Ich heiße Lars und gucke sehr gerne Minecraft und Sims 4. Und Kadi, du hast eine tolle Stimme, aber Fabi auch. Siehste? Tja, danke Lars. Wir haben einen Hund, der heißt Laika und 3 Katzen. Oh, Laika war ja auch der erste Hund oder generell das erste Lebewesen im All. Stimmt. Haben die Russen hochgeschickt. Ja, ganz genau. Und 3 Katzen, eine heißt Mimi, der andere heißt Mo und noch einer Max. Ja. Mimi, Mo, Max. Mimi. 3 M's. Kann man schön rufen alle auf einmal. Als ich dich gesehen habe, habe ich mich gleich in den Kanal verliebt. Ich habe mich bei Minecraft beworben und wurde immer wieder abgelehnt. Oh, okay. Mal schauen. Also, wir haben jetzt zuletzt waren wir auch gar nicht mehr großartig da. Das ist jetzt gerade ein bisschen schleifen gegangen, nur die Bewerbungen. Was wir aber sagen können, der Willi hat ja vor kurzem auch nochmal ein Video gemacht, was so eine gute Bewerbung wäre. Weil die meisten Bewerbungen, die wir bekommen hatten, die waren einfach sehr, sehr unaussagekräftig. Genau, wir haben das schon Wie heißt die Rubrik? Heißt die über mich? Nee, warum man auf den Server will? Erzählt er einfach so ein bisschen, genau. Das waren eigentlich, wenn was abgelehnt wurde, war das eigentlich der Hauptgrund, dass ich das so richtig mitbekommen habe, genau. Dass was abgelehnt wurde, das war dann, schreibt er einfach so ein bisschen, wer ihr seid, stellt euch ein bisschen vor, erzählt ein bisschen was über euch. Gerne Minecraft, genau. Die meisten von euch hatten immer so ein bisschen was über uns geschrieben, aber wir möchten ja mehr über euch wissen und ob wir wissen, hey, macht das Sinn, euch die Möglichkeit zu geben, weil der Server ist ja leider nur begrenzt und deswegen mussten wir leider... Wir hatten am Wochenende schon das erste Mal die Obergrenze von 50 Spielern erreicht. Genau, deswegen müssen wir mal gucken, ob wir den Server noch mal ein bisschen vergrößern. Und genau. Deswegen machen wir das auch immer so ein paar Schieben. Deswegen mussten wir am Anfang ein bisschen härter selektieren auch. Weil wenn wir jetzt schon ans Limit kommen, dann lieber erstmal gucken, so dass wir am Anfang lieber ein bisschen eher härter selektieren und dann nachher noch mal wieder ein bisschen mehr drauf lassen. Genau, deswegen... versuch's einfach nochmal. Es gibt also keine Obergrenze vom Versuchen. Genau. Aber grüßt Hanni und Nanni von mir. Machen wir. Die Nanni liegt gerade unter dem Tisch und die Hanni liegt im Körbchen. PS, schickt mir bitte eine Autogrammkarte und dann haben wir hier noch Sepp drauf gemalt. Geht klar. Machen wir. Überhaupt gar kein Problem. Habe ich schon zur Seite gelegt. So. Und während, hast du schon die anderen Sachen auch aufgeschnitten? Nee, noch nicht. Such dann, ruhig schon mal genau, weil ich mich ist schon wieder sagen. Ein Brief. Die erkennt man wirklich von Weitem. Da ist immer das obligatorische Open hinten drauf. Und vorne das Washi. Okay. Washi. Von der Lilly ist wieder ein Brief angekommen. Lilly schickt uns häufig Briefe. Das ist aber auch immer so schön hier mit dem das Hashtag. Ich liebe das. Ich finde das einfach nur so cool. So. Hey ihr beiden, ich habe ein Pferdespiel, das heißt Reitakademie. Es funktioniert aber partout nicht auf meinem Laptop. Möchtet ihr das haben? Das ist eher so deine Kategorie. Ich meine die Elsa Arksmith. Prinzipiell nehme ich nicht unbedingt Spiele an. Weil es kann ja auch mal sein, du hast ja bestimmt irgendwann mal wieder einen anderen PC oder anderen Laptop und dann willst du es vielleicht gerne spielen, dann hast du es nicht mehr. Das ist lieb gemeint. Aber behalte lieber für dich, weil ich weiß persönlich, ich habe auch schon Spiele verschenkt oder verkauft früher, weil ich sie nicht spielen konnte und habe ich mir hinterher so in den Hintern gebissen, weil ich es nicht mehr hatte. Das ist meine persönliche Erfahrung. Dann bekommt man bei Dragoman hat er diese Perle, die Kadi mal benutzt hat, um ihr Petit Pony zu bekommen. Bekommt man, wenn man was kauft. Da ist so eine Pay-Sache, genau. Ja. Die musst du kaufen, dann kriegst du die mit dazu. Jetzt ein Blümchen drin gewesen.
Und das hier kann ich noch nicht zuordnen, was das ist. Da steht bestimmt im Brief noch drin. Jedenfalls weißt du, was ich machen kann? Ich mache gerade die SSO, die Gartenquest, und ich soll ein Pferd in den Garten führen, aber bei mir ist das Pferd unsichtbar. What? Ja, momentan hat Star Stable häufiger das Problem, dass Sachen unsichtbar sind. Ich kann mein Pferd zum Beispiel auch nicht mehr führen. Manchmal. Da hat jetzt schon jemand geschrieben, die Führfunktion ist da, aber irgendwie unsichtbar. Muss ich mal ausprobieren. Ich habe auch ganz oft in der letzten Zeit das Problem, dass Items einfach durchsichtig und unsichtbar sind. Und die Maus auf einmal verschwindet. Hatte ich jetzt auch das erste Mal in der Folge. Die Aurora hat uns hier gestellt, dass sie uns einen langen Brief geschickt hat und wundert sich auch, dass er nicht angekommen ist. Also momentan ist es so, dass wir, ich weiß nicht, wir haben noch eine Kiste mit, 30 Briefe werden noch ungefähr drin sein. Der Brief, den wir eben vorgelesen hatten, der ist vom 16.04. Also der ist jetzt schon fast einen Monat her. Also deswegen würden wir einfach mal bitten, da ein bisschen zu warten. Wir kommen halt da nicht so schnell hinterher. Deswegen, mit was nehmen wir auf und bearbeiten wir? Auf ein kostenloses Scan. Das hatten wir schon mal ein paar Mal, wurden wir schon gefragt und haben das auch immer in diese Richtung beantwortet. Das ist, was wir empfehlen würden bei kostenlosen Sachen. Also wenn ihr halt ein Wasserzeichen in Kauf nehmt. Entschuldigung, wenn ich jetzt ganz unterbreche. Ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, hatte ich in Dina Stahlgeflüster mal darüber erzählt. Und ganz genau, stimmt. Auch Fraps und Marillis Action und unser Tonprogramm Audacity, das hatte ich da alles in der Videobeschreibung drunter verlinkt. Audacity, oder? Egal. Am besten schau mal in Dina Stahlgeflüster rein vor ungefähr 2 Wochen. Ich glaube, unsere Schnittprogramme heißt es, glaube ich. Da müsstest du, also da findest du eben das, was wir nutzen. Arcstream, und warum wir es nutzen. Arcstream machen wir deswegen nicht, weil wir das ja als Let's Play machen, da würden wir uns selber vorwegnehmen Sachen. Das könnten wir dann den Let's Plays dann nicht zeigen, was wir da zeigen. Genau. Oh, wie dürfen wir. Wie wäre es, wenn wir mal den Sitzplatz tauschen oder zu ungewohnt? Nee, das ist nicht deswegen ungewohnt, aber Kadi kommt immer so an die Briefe besser ran. Und dann müssten wir sonst auch die Aufgaben. Nani mag das nicht, dass wir den Sitzplatz tauschen sollen. Genau. Ja. Nee, also wir haben ja schon mal den Sitzplatz getauscht und das ist tatsächlich sehr ungewohnt, weil ich ja, so. Ja, ich habe das gemacht, oder zweimal. Ja. Gesundheit. Jetzt. Wo war ich denn jetzt? Wann hat Romero genau Geburtstag? Also ich meine, ich habe am 15. März Geburtstag, und welcher März hat Romero Geburtstag? Ich glaube, der 17. März war das. Was muss ich alles machen, um euch Post zu schicken? Also du musst uns keinen Rückumschlag schicken. Nicht. Das ist nur, wenn du auch in ein Autogramm zurück willst. Genau, will dir deinen Zaubertisch, ja, alles klar, das habe ich dann in der letzten Mal gesehen gehabt. Darf ich mich jetzt endlich bei Star Stable Online anmelden? Allerdings darf ich kein Star Rider werden. Kann man nach Level 5 noch weiterspielen? Ja, du kannst direkt weiterspielen, aber du kriegst einfach keine Erfahrung mehr und du bist halt in ein gewisses Gebiet eingeschlossen. Kann man dann auch noch Schillinge und Starcoins bekommen? Ja, du kannst dann solche diese gratis Starcoins-Codes, die immer wieder gibt, kannst du dann auch bekommen. Das heißt, du kannst dir dann auch irgendwann Pferde kaufen, aber halt nur die, die du auch erreichen kannst in deinen Gebieten. Wie macht man einen Screenshot? Das musst du auf die Drucktaste drücken und dann einfügen in ein Programm wie Paint zum Beispiel. Macht ihr die Gruppenfotos am Ende eines Streams an einem Ort, der für alle erreichbar ist? Manchmal ja, manchmal nein. Ja, letztes Mal haben wir es nicht gemacht. Meistens habe ich es jetzt aber die letzten Wochen immer gemacht. Genau. Ich hatte euch die Geschichte geschrieben, ihr wolltet eigentlich darauf eingehen. Stimmt, das hatte die, wenn ihr Eckel in Pechenstein meine Freundin, die ihr grüßen solltet, hieß Kiki Horse Lover und nicht Nikki Horse Lover. Oh, Entschuldigung. Dann hatten wir uns da wahrscheinlich verlesen. Also nochmal liebe Grüße an die Kiki Horse Lover und die Geschichte, die hattest du wirklich gut geschrieben. Also es war, die war halt für uns so, dass wir sie in das Video nicht reinpacken konnten, dafür war sie einfach zu lang. Aber auch nochmal sorry, dass wir das in dem nächsten Video direkt vergessen haben. Wir sind manchmal das so, dass wir schnell vor die Kamera und das Video noch machen, damit wir weiterkommen. Wo bist du denn jetzt gerade von den Fragen? 16, das war 17, ich glaube, ich hab's gleich. Gibt es für den Community-Server eine Warteliste? Wenn ja, bin ich drauf. Es gibt keine Warteliste, wir arbeiten die aber einfach ab, die Bewerbungen. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste daran. Ja. Kali, kannst du mal das Gold-Champi machen? Das ist immer um 20 Uhr. Ja, meistens haben wir um die Uhrzeit selber streamen und es ist dann gerade ausgerechnet nicht. Ich glaube, an manchen Tagen ist es auch nicht. Beziehungsweise ich bin da vielleicht gerade noch nicht fertig, weil ich im Stall war. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Also das Gold-Championat ist zu doofen Zeiten. Ich würde es gerne mal reinnehmen. Aber meistens hat es noch nicht geklappt. Mögt ihr Katzen, Vögel, Nagetier und Hunde? Ich hatte 7 Chinchillas und 3 Hamster hatte ich schon, ja. Und prinzipiell mag ich alles davon. Ich mag es nur nicht, wenn man Vögel so im Käfig hält. Ich finde das klasse, wenn man die so erzogen hat, dass sie ein bisschen rumlaufen können. Das finde ich super.
Aber es gibt ja manche auch, die die ganze Zeit nur im Käfig halten. Wieder mal Undertale wahrscheinlich. Also der ist jetzt mir sehr voll. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wie lange wohnt ihr schon zusammen? Seit 4 Jahren sind wir zusammen. Und zusammen wohnen seit 3 ungefähr. Ja. Bei mir ist es so, ich kann nicht mehr rein. 100-mal neu installiert und ich brauche schnell eine Antwort. Ich habe nämlich selber einen YouTube-Kanal. Das Problem ist, du sagst leider gar nicht, was bei dir für ein Fehler auftritt. Du kommst einfach nur nicht rein. Ich hatte das Fatal Error kam bei mir. Da hat aber dann nur ein PC statt, das hat schon geholfen. Kann man gar nicht mehr, es ist schwierig. Da kann der Support kann eher helfen. Aber wichtig ist, dass du immer die Fehlermeldung reinschreibst oder dass du sagst, was weiß ich klicke drauf und es passiert nichts oder ich klicke drauf und es kommt keine Rückmeldung. Genau, weil ansonsten können wir nur spekulieren. Genau. Und dann noch die Frage, ob wir Agari oder Cicero spielen da. Nee, das hatten wir mal im Stream. Genau, aber das wird jetzt bei uns kein größeres Projekt werden. Genau, das war jetzt der erste Teil dann von den Fragen. Gut, dann. Das Blümchen ist runtergefallen. Nicht mal auf den Tisch. Heute übrigens, als das Video rauskam, ist das neue Pokémon Sonne und Mond announced worden. Ich bin auch schon gespannt drauf. Sieht ganz geil aus, auch die neuen Starter-Pokémon. So. Ja, die Lilly Töllner schreibt wieder, zum 8. Mal schon. Achtmal schon? Beim 10. Mal lasse ich mir was Besonderes einfallen. Heute ist der 28.04., also Zukunftstag. Ich war bei Papa, er arbeitet als Drucker oder so. Auf jeden Fall hatten sie noch Briefumschläge übrig. Sehr cool. Dann dachte ich an euch und schreibe jetzt diesen Brief. Und dieses Mal nicht mit Glitzerschrift. Dafür hast du ganz viel Glitzer außen dran. Gut, dass sie auf jeden Fall auch noch Briefmarken hatten, nicht nur Umschläge. Ich habe keine Ahnung, ob mein Brief schon am Samstag vorgelesen wird. Aber dann wird Kathi sicher noch am Garten bei Sims sein. Ich hatte auch schon mal in die Kommis wegen meinem Vorschlag geschrieben. Aber irgendwie hat niemand geantwortet. Muss man davor einen Hashtag FragSepp machen oder nur Sepp? Es kann sein, dass wir manche Kommentare einfach nicht sehen, weil wir haben mittlerweile über 600 Kommentare täglich. Also ein Hashtag hilft, damit es blau angezeigt wird zumindest. Also, aber es ist nicht verpflichtend. Es ist nicht verpflichtend. Immer die Sachen alle durchzugehen. Im Weekly ist es verpflichtend, damit es reinkommt, weil ansonsten, da sind so viele Sachen drunter, das würde sonst untergehen. Aber trotzdem auch nochmal vielen Dank. Ich habe es wieder gesehen, dass einige der Kommentare direkt schon von anderen aus der Community beantwortet wurden. Und da auch nochmal vielen, vielen Dank an euch. Ohne euch wäre das alles so nicht möglich. Ja. Da hat der Fabi wirklich recht. Da hat der Fabi recht. Das stimmt. Also ich fände es total knuffig, wenn Kathi in eine hintere Ecke des Gartens, da war ein Sternchen, ein Pavillon aus romantischen Gartenaccessoires hinstellen will. Daneben so eine japanische Kirsche, halt total romantisch. Ich muss mal gucken, ob das dann noch hinpasst. Ich habe nämlich mit dem, was jetzt noch frei ist im Garten, habe ich nämlich schon das ein oder andere vor. Ich stelle mir eine japanische Kirche vor, so eine Kirsche mit so einem Stirnband. Was ich aber jetzt noch nicht machen kann mit dem aktuellen Add-on-Stand. Deswegen, ich guck mal. Wenn es da dann hinterher später noch nebenpasst, dann kann ich das nachträglich noch machen. Und dass dort Sergio bzw. Hendrik, Cleo und Emi einen Heiratsantrag machen können. Hab euch lieb, eure Lilly. Und die Washis, wo wir dieses Mal abstimmen sollen. Die Washis. Washis. Ja, so wird's gesagt, heißt es. Ami. 1, 2, 3, 4 und 5 zur Auswahl. Welches gefällt dir am besten? Ich mag die 3 sehr gerne. Ich mag es immer glitzern. Ich finde die 2 nicht. Okay. 2. Also 2 und 3 sind unsere Favoriten. So. Also wie gesagt, schreib es dann notfalls nochmal. Dann werden wahrscheinlich die beiden schon verheiratet sein. Aber ich meine, wir werden ja wahrscheinlich auch noch verschiedene Generationen durchspielen. Das heißt, das kann man ja auch noch in anderen Generationen machen. Ganz noch gefragt, ob wir den einen Rückumschlag noch haben, wegen der Autogrammkarte. Wir sind noch nicht durch alle durch. Ich glaube, den müssen wir noch haben, ja. Wieso? Aber was schreibt sie denn noch? Sonst hättest du uns mit dem nächsten Umschlag noch mal eins zurück, noch einen mitgeschickt. Also wenn der noch nicht dabei war, ich weiß es gerade nicht, dann haben wir den definitiv noch. Also wir haben die alle auf dem Stapel. Hast du gerade mich als sie angeredet? Das hat sie eben so angefühlt. Nee. Okay. Die Noctua hat nämlich geschrieben, hier auch noch unter dem Weekly, ob wir die nächste Reihe King's Quest, das nächste Pass King Quest, oder ob wir King's Quest spielen werden. Ja, auf jeden Fall kommt nach Zelda, versprochen. Ganz sicher, also in ungefähr so 10, 12 Tagen. Grob. Keine Ahnung, bis ich in Zelda durch bin, kann auch länger dauern.
Sollte mein Brief beim zweiten oder dritten Mitglied dabei sein, weiß er nicht, ob es drei werden und der Brief reinkommt mit Tanea und Beauty heißt es Mondkind Tanea. Der Brief ist schon älter, deswegen. Und dann habe ich auch noch einen Absatz, wo ihr meine beste Freundin grüßen solltet. Den könnt ihr auch weglassen, da sie nicht nur meine BFF ist. Oh. Oh. Und der Satz oder eine Textstelle, wo steht, dass mein Pferd mit ihrem zusammen ist, könnt ihr auch weglassen. Oh je, ich hoffe, das haben wir dann irgendwie mitbekommen, Tanea. Das ist leider etwas schwierig bei uns, das immer noch alles zusammenzufinden. Streamst du, Fabi? Ach nee, wann streamst du, Fabi? Mittwochs, freitags und samstags. Und das siehst du auch immer auf unserem Streaming-Plan. Was ist denn das nächste? Ich weiß nicht, ob Fabi es denn gesagt hat, aber wie heißt die Anfangsmusik von Ark? Oh, weißt du das noch? Irgendwas mit Ab. Von eben von Epidemic Sounds. Weiß ich gerade nicht. Irgendwas mit Classical. Da fragst du am besten unter Ark drunter nochmal. Dann gucke ich, dass ich da Ark sind eh nicht so viele Kommentare. Da hoffe ich, dass ich das dann nicht vergesse. Wie kann man in Alicia Online dauerhaft rauszoomen? Meine Kamera ist irgendwie total reingezoomt. Wir machen einen perfekten Start. Da musst du immer wie so bei Mario Kart im richtigen Moment. Du musst aufbeugen und im richtigen Moment dann nach vorne drücken. Genau. Und raus und reinzoomen kannst du mit dem Mausrad und mit Pfeiltasten hoch und runter, wenn du stehst. Weil ich glaube, ja, das waren die Pfeiltasten rauf und runter. Kannst du den Kamerawinkel verändern. Konntest du im Planet Coaster eine mega schlimme Achterbahn machen? Schlimmer als die jetzige. Noch schlimmer als die jetzige. Fabi, kannst du ein Baumhaus bauen? Da muss ich mal gucken. Wahrscheinlich erstmal eher nicht. Wie hast du das in Sims gemacht, dass die Lichter nur angehen, wenn die Sims dahin laufen? Das hatte ich jetzt schon mal in der Sims-Folge gezeigt gehabt. Vielleicht hast du es in der Zwischenzeit schon gesehen. Du klickst einfach auf irgendeine x-beliebige Lampe drauf, gehst dann auf automatische Lichter und dann alle Lichter, weil dann gehen nämlich alle nur dann an, wenn der Sim gerade in der Nähe ist. Ist es in der Wohnung so warm oder warum tragt ihr immer T-Shirts? Ja. Also was heißt warm? Es ist halt normale Zimmertemperatur. Ich trage sowieso relativ früh T-Shirts. Ich bin auch schon, als es so 10 Grad hatte, bin ich dann am Platz schon wieder im T-Shirt geritten. So, damit sind wir aber auch bei den Fragen unter den Weeklies durch und dann haben wir noch den Brief. Dann haben wir noch einen Brief, der total schön angemalt ist. Ich will ihn jetzt nicht in die Kamera halten. Da habe ich hinten extra drauf, dass ich den richtigen Namen nicht veröffentlichen soll und ich weiß nicht, ob der hier wirklich irgendwo draufsteht. Hallo Kadi und Fabi, ich schreibe euch jetzt das erste Mal. Oh mein Gott, Kadi, du siehst in jedem Video super schön aus. Ja, du bist mein Vorbild bei Star Stable. Fabi, ich gucke auch immer deine Videos. Kadi, eine Frage. Könntest du wieder bei SSO... Könntest du wieder ein SSO-Video machen mit Snowhoof? Ich muss mal schauen. Ich wollte jetzt erstmal keine auswählwerten Pferde runterholen von der Insel. Dieses Jahr soll ja irgendwann der Stall vergrößert werden. Snowhoof gehört definitiv immer mit zu meinen Favoriten, weil ich die Fjordis unheimlich süß finde. Mhm. Und dann steht die Chance sehr gut, dass ich den auch nochmal runterhole von der Wiese und dass ich den dann auch nochmal häufiger reite. Bis dahin wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn der Stall größer wird, dann wird er ganz bestimmt mit runterkommen. weil ich liebe Fjordpferde. Sorry, dass ich so wenig schreibe. Bin halt so aufgeregt, dass ich euch zum ersten Mal schreibe. Das ist überhaupt nicht schlimm. Nein, wirklich überhaupt gar nicht. PS, ich hoffe, dir gefällt das Geschenk. Siehe Rückseite. Ja, da war nämlich noch ein Schleichtier dabei. Guck mal, das merkt man daran. Es schleicht. Lauf schneller. Das ist total süß. Dankeschön. Ganz, ganz knuffig. Ganz, ganz knuffig. Anna Nightway ist das. Liebe Grüße, Anna Nightway. Soll ich den Namen nicht vorlesen? Nicht dich vorlesen? Den realen Namen. Ach so. Und hinten drauf steht noch Sepp und ein Easy ist noch drauf gezeichnet. Einmal Sepp und das Easy. Easy. Voll süß. Danke für den Brief und danke für das kleine Schleichi. Dankeschön. Vielen Dank. Durch? Ich glaube ja. Dann vielen, vielen Dank an eure Fanpost. Es geht natürlich jetzt schon am Samstag weiter. Wie gesagt, freut euch auf noch ein paar Projekte, die wir zusätzlich reinbringen. Vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Zusatzstream. Je nachdem, momentan ist es ein bisschen knapp. Deswegen schaffen wir es eher nicht so, dass wir zusätzlich noch irgendwie einen Stream reinhauen. Aber kann immer wieder kommen. Deswegen am besten immer mal Augen auf Facebook. Weil meistens haue ich die da auch mit rein. Dann. Okay. Schöne Woche euch noch, jetzt so mittendrin und wir sehen nächstes uns Wochenende nächstes Wochenende. Ist ja wieder ein langes Wochenende. Und was ich auch schon mal ankündigen kann, die RPC
die steht kurz bevor. Und der Michelle und ich werden beide dort sein. Wir machen so Bro-Action. Der Michelle macht meinen Kamerakind hier. Kriegt dann auch so einen bunten Kamerarahmen wie bei 1, 2 oder 3. Wird das da eben noch gemacht? Kriegt das Kamera, gibt es da noch ein Kamerakind und kriegt das noch so einen bunten Rahmen drumherum? Keine Ahnung, aber ich mache dem Michelle so einen Papprahmen so außenrum. Wir werden sehen, aber wenn ihr da seid, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns das unten in die Kommentare schreibt und ich guck mal dann, ob wir dann irgendwie ein Treffen machen, wenn genügend Leute da sind, die uns sehen wollen. Bevor Fragen kommen, ich werde nicht da sein. Genau, denn es war sehr spontan. Es war sehr spontan und kurzfristig. Oh Gott, ich bin echt total erschrocken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.